Wenn man denkt, viel seltsamer kann es nicht werden, wird man vom Gegenteil überzeugt. Im Brexit-Wahnsinn musste die Regierung von Premierminister Boris Johnson nun Auskunft geben über eine mögliche Versorgungslücke beim Toilettenpapier. Der Abgeordnete Jonathan Edwards verlangte eine offizielle Stellungnahme zu der Frage, wie lange die Vorräte an Toilettenpapier in Großbritannien im Falle eines No-Deal-Brexit reichen würden. Die Antwort der Regierung wieder einmal: Man strebe an, die EU am 31. Oktober mit einem Abkommen zu verlassen. Sollte dies nicht möglich sein, müsse ein harter Brexit vollzogen werden. Die Regierung werde sich aber darum bemühen, die Warenströme aufrechtzuerhalten und so zusätzliche Reibungen zu minimieren. Edwards beklagte anschließend, die Anfrage zeige, auf welch lächerliches Niveau die Debatte um den Brexit gesunken sei. Und es verdeutliche, was ein No-Deal-Brexit bei der Versorgung mit grundlegenden Bedarfsartikeln anrichten würde.